So, da steht auch die Lame-Produktion. Und damit herzlich willkommen zurück zu Sweet, Sweet Transit. Meine Güte, wir haben uns das gar nicht angeschaut in der letzten Folge. Ich habe einfach gebaut. Habe ich komplett vergessen zu sagen. Also, diese Ziegelbrennerei, die funktioniert ja so, dass sie ja einen Brennofen braucht. Man kann auch mehrere bauen. Und auch Trocknungsflächen. Und das Gute daran ist, diese Trocknungsflächen, die erhöhen in oder im Brennofen dann nochmal den Verbrauch und den Output. Hier steht auch, benötigt eine Trocknungsfläche und Produktion vermehrfacht sich, wenn eine gewisse Anzahl an Bauwerken angrenzend ist. Daher habe ich hier, 6 von diesen Trocknungsflächen gebaut. Entsprechend verbrauchen wir mehr und produzieren mehr. Das war der Grund. Okay, okay. Und in der letzten Folge haben wir ja natürlich gesehen, wir haben ein Riesenproblem mit Holz. Ja, wir brauchen mehr Holz. Aber bevor wir mehr Holz bauen, müssen wir jetzt erstmal ein neues, ordentliches Zugdepot bauen. Und da müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir das jetzt hinstellen neu. Wo macht das am meisten Sinn? Irgendwo natürlich, mittig am besten, aber auch nicht zu stark befahren. Und wo es einfach überall ran kann. Ja, das ist so die Gegend hier, wo wir es am Anfang hatten, meiner Meinung nach. Wir könnten es eigentlich hier auch bauen. So ein langes Ding. Nein. So lang? 20-fach? Ne, machen wir, warte mal. 24-fach? 20-fach? So. Machen wir einen 20er. So, und dann löschen wir das Ding hier. So, das ist jetzt gelöscht. Dann löschen wir dieses Signal und dieses Signal. Jetzt habe ich hier auch nochmal die Strecke kaputt gemacht. Bauen wir das so. Und so. Und der kann dann jetzt hier verbunden werden mit dem und dem. Ja, das passt. Wunderbar, also wir haben jetzt hier natürlich unser Zugdepot und jetzt können wir natürlich upgraden. Okay, okay, okay. Wie sieht es mit Holz aus? Nein, Holz können wir tatsächlich, ja, wir können upgraden, aber wir müssen auch mehr Sägewerke bauen. Das ist jetzt erstmal kritisch, kritisch, kritisch. So, denn langsam haben wir auch keinen Platz mehr, wie es scheint. So. Sehr schön. So geht das auch. Und wir holen uns jetzt noch ein Sägewerk dazu. So, so sieht's gut aus. Theoretisch könnten wir hier noch ein Sägewerk bauen. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Glaub gar nicht. Ich glaube, das ist die maximale Anzahl. Also, was brauchen wir denn hier für Arbeiter? 40 mal 6, 240. Also, das heißt, wir gehen jetzt erstmal in unser riesen Zugdepot. Klicken da drauf und machen erstmal eine neue Vorlage. Zack, zack. Arbeiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh mein Gott, jetzt werden sie richtig lang hier. Und nennen wir das Ding jetzt Arbeiter X 240, ne? Aufwerten.
Route, Arbeiter zu Holz. So, da geht das Ding los. Boah, ordentlich. Ordentlich lang, ne? Ordentlich lang. So, und das mit dem verdammten Kartoffeln, ne? ja, wir brauchen sogar mehr Kartoffeln. Das müssen wir auch noch regeln. So, und jetzt machen wir auch Folgendes hier mit dem Holz. Lass mal die mal hier mal Holz abgeben. So, stopp. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir klicken mal auf den Holzwaggon und nein. Wieder mal Zugdepot. Jetzt machen wir ein neues Ding. Baumaterialien. X. Und was haben wir gesagt? 6. X. 5. Sollte eigentlich ausreichen. 5 sollte ausreichen. Machen wir X6 trotzdem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umdrehen. Aufwerten. Route. Holz. Zu Lager. Und zieht euch das jetzt gleich rein. Da kommen sie einfach raus. Ja, ich denke, das wird jetzt helfen. Schauen wir mal. Wir haben jetzt 0. Produktion 360, Wartung 260. Und das Holz kommt ordentlich rein. Das sieht doch gut aus. Ja. Ja, Überfluss. Sehr schön, also Holz haben wir, Holz steht, Steine. Steine sind ein Problem. Jetzt schauen wir mal, haben wir überhaupt genügend Steine? Ja, wir haben genügend Steine. Hinweise. Jetzt könnten wir theoretisch aufstocken, das heißt, wir können hier upgraden übrigens. Dann bekommen wir auch noch die Handwerker. Aber bevor wir das machen, möchte ich natürlich die Steine sicherstellen. Da bauen wir noch... So mal hin. So. Kein Lager in Reichweite. Nein, jetzt hör doch auf. Jetzt? Nein, hör doch auf. Das macht mich jetzt wütend. Das ist richtig doof. Kein Lager in Reichweite. Okay, dann müssen wir das eben hier bauen. Aber die grünen Flächen, die lassen wir mal vorläufig. So, das sieht gut aus. Und jetzt wird auch hier gearbeitet. So. Fische 160, können wir 20 Gebäude mehr bauen. Arbeiter werden langsam knapp, habe ich das Gefühl. Kleidung ist gut, Weizen ist gut, Kartoffeln sind meh. Kartoffeln sind überhaupt nicht gut. Und weil die Kartoffeln so schlecht sind, würde ich sogar sagen, dass wir mal den Schritt wagen. Übrigens, wir haben das hier gar nicht abgedatet, ne? Auf diese... Haltestelle. Naja, okay. Alles andere ist upgedatet, ne? Alles andere ist upgedatet, bis auf eben Kartoffeln. So, die Kartoffeln. Da haben wir... Oh, wir haben nicht genug Kartoffeln. Wir müssen mehr Kartoffeln bauen. Gut, also Kartoffelfarm. So, und wie sieht's aus mit den Mitarbeitern? Wir brauchen einen Dreierzug hier. Das ist ein Zweierzug. Lassen wir den mal kommen. Und wenn er versucht, nach Hause zu gehen, upgraden wir den auf 120.
Das habe ich jetzt nicht getan. Aufwerten. 120. So, jetzt müssen wir natürlich hier schauen, dass wir genügend Kohle haben. 700 von 700, das passt. Das ist gut. Beim Weizen haben wir auch jede Menge. Ich würde sogar beim Weizen jetzt den nächsten Schritt gehen. Schauen wir bei der Kohle, ob wir da einfach die größeren Züge nehmen. Ich denke schon. Also bei der Kohle nehmen wir auch die größeren Züge. Wir machen jetzt Upgrade-Züge. Und erstellen uns jetzt mal eine neue Vorlage und nennen sie Rohstoffe X6. X5 wäre auch nicht schlecht, aber machen wir X6. X6. Das wollen wir nicht entfernen. Umdrehen. Aufwerten. Route. Kohle, Kohle. Kohle zu Stadt nicht, sondern Kohle zu Lager. Kohle zu Ziegel auch nicht. Das ist ja auch nicht. Na. Kohle zu Lager. Mit dem hier. Da kommen sie. Haben wir drei Stück. Das wird jetzt viel besser sein. Viel länger sind sie auch. Man merkt es auch, aber da braucht man nicht viele, viele Züge von. Das funktioniert aber so auch. Und die Kohle kommt ran und zwar ordentlich. Kommt die zweite Fuhre und die dritte macht schon voll. Das ist doch gut. Aber da ist plötzlich wieder alles weg. Jetzt müssen wir natürlich regelmäßig dafür sorgen, dass die aufgeladen wird, die Kohle. Okay. Okay. Das passt. Steine sind so lala. Ich bin nicht zufrieden mit den Steinen. Die Steine könnten wir hier theoretisch auch nochmal updaten. Lassen wir die mal kommen. So. Aufwerten. Route. Steine zu Stadt? Nein. Nein, nicht Steine. Blöcke. Blöcke. Da haben wir zwei Stück. Sehr gut. Da kommt auch viel mehr ran jetzt. Sehr, sehr, sehr gut. Und hier haben wir hier genügend Kohle auch in der Anlage. Wunderbar. Das ist doch super. Das funktioniert. So, jetzt können wir uns doch endlich mal der Stadt widmen. Und zwar, machen wir es mal ein bisschen langsamer jetzt, fangen wir an abzugraden. Und ich würde sagen, wir graden so ab, dass wir so relativ zentral upgraden hier so die Gegend. Weil wir ja natürlich diese Arbeiter, diese Handwerker, die aus diesen Häusern kommen, dann im Hauptbahnhof abgreifen wollen. Also wir klicken jetzt mal hier drauf und graden mal Berlin ab. So, Berlin ist jetzt neu. Man sieht, ja, Berlin ist steinig geworden. Ja, der Weg ist kein leichter, steinig und schwer. Und was wir jetzt machen, wir verballern erstmal unser Stein. Bevor wir upgraden und so weiter und dann immer mehr verlieren. Wir graden jetzt erstmal mit unserem Stein alle Straßen ab. So, und jetzt, ich klicke jetzt mal, ihr seht natürlich, mit der neuen Straße haben wir eine Reichweite von bis zum See hier. Und wenn ich das jetzt gleich gemacht habe komplett, dann wird das dann natürlich viel, viel besser aussehen. So, jetzt machen wir das. Also viel weiter auch der Einfluss sein. Der Bahnhöfe. Die kosten nur Geld und Baukosten. Also kein Unterhalt oder sowas. Deswegen können wir das jetzt einfach mal machen. Hier braucht es gar nicht, aber komm. Machen wir es jetzt einfach mal. Jetzt haben wir keinen Stein mehr.
als wir bauen Steine. Mehr Steine, bitte. Steine. Sehr schön. Mehr Steine, bitte. Mehr. Die sind auch sauteuer, ne? 5 Steine pro Straßeneinheit. So, die Straßen hier auch noch. Ich denke, die wichtigsten Straßen sind hier getan. Jetzt machen wir die hier. Sehr schön. Okay, das sieht doch sehr gut aus. Wir werden noch weitere Straßen bauen müssen. Wunderbar. Jetzt müssen wir natürlich auf mehr Steine warten. So. So, das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir haben keine Straßen mehr. Doch, da noch. So, sieht doch gut aus. Jetzt können wir natürlich hier noch schönheitshalber das Ding jetzt noch machen. Ersetzen. Geht das? Nein. Ich eine Steinbrücke. So. Gut. Jetzt klicken wir, erreiche eine Einwohnerzahl von 600 Handwerker. So, dafür müssen wir natürlich weitere Gebäude bauen. Was wir hier machen können, zum Beispiel hier verbinden. Das ist sehr gut. So verbinden. So verbinden. Und jetzt sehen wir auch etwas, was ich vorhin auch gemeint habe. Also vorhin am Anfang gemeint habe. Ich spinne jetzt momentan. Es ist schon so spät. Jetzt haben wir auch eine Reichweite hier bis in die Ecke. Und ihr seht, ihr könnt die Stadt extrem expandieren. Jetzt hier auch ordentlich hier bauen. Und das ist jetzt der Vorteil. Das könnten wir natürlich schon mal so vorplanen. Ja. Jetzt brauchen wir natürlich mehr Steine wieder. Ja, so ungefähr. Ja, ein bisschen Blöcke bauen. So. 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 Mehr Steine. Steine. So. Naja. Das können wir noch mal lassen. So, jetzt. Jetzt haben wir die Steine. Jetzt drehen wir ein paar Gebäude ab. Bam. Bam. Pff, wie machen wir das am besten? Bam. Brauchen 20 Steine pro Gebäude. Ich glaube, wir können nicht mehr upgraden, ne? Ja, genau. Wir können immer nur eine bestimmte Zahl upgraden. Und jetzt haben wir natürlich die Handwerker. Und die Handwerker wollen auch Kleidung und wollen auch Brot, wollen aber auch Fleisch und wollen Käse. Und verbrauchen jetzt neu Lehm. Jetzt sehen wir auch hier Wartung Lehm. Na, ganz wichtig. Die verballern uns jetzt den ganzen Lehm. Gut, und weil sie jetzt den Lehm verballern, müssen wir uns jetzt was überlegen. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir genügend Essen haben erstmal. Wir haben 160, 133. Jetzt können wir mehr Arbeiterwohnstätten hier reinklatschen. So. 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 Jetzt haben wir gleich mehr Arbeiter, was ganz wichtig ist. 152. Sehr schön. 158. Und 160. Ich denke, das reicht.
Die Fische freuen sich. Auch Kartoffeln sehen momentan gut aus. Jetzt schauen wir mal. Kartoffeln könnten besser abgeholt werden. Da könnte man die Dinger hier updaten. Auch hier machen wir 6er. Zugdepot. Machen eine neue Vorlage. Zack, zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umdrehen. Und das nennen wir Waren X6. Und werten mal Kartoffeln auf. Kartoffeln zur Stadt. Nein! Nein! Was habe ich getan? Guckt euch das an, das sind die kleinsten Züge der Welt. Kartoffel zur Stadt. Kartoffel, wo seid ihr? Wo seid ihr, Kartoffeln? So, jetzt kommen sie richtig raus, ne? Gut, das war jetzt ganz schlimm. Jetzt kommen die dicken Kartoffelzüge. Und die, glaube ich, die können alles hier rausholen. Ja, das können sie nicht. Aber das, was mir nicht gefällt, ist hier einfach dieser Stau hier. Daher werden wir hier noch unser Bahnhof duplizieren. Das müsste so sein. Genau. Das machen wir weg. Ich will einen Bahnhof. Genau, der so aufgebaut ist, so wie der hier. Aber erstmal nicht. Ach doch, komm, machen wir genauso lang. Ich will den einfach nicht verbinden mit der Hauptstraße hier. Aber ich will die Möglichkeit haben, hier eine Brücke zu bauen. Also sollte das hier ausreichen. Wir schauen, ob. Ah, sehr gut. Dieser See kommt uns hier nicht in die Quere. So, jetzt müssen wir dann mal zusehen, dass genau das hier funktioniert. So. So, und jetzt bauen wir hier nochmal den Dingeldonger rein. Wartet, da haben wir es. Sehr schön. Wunderbar. Also, so. Die gefallen mir nicht, die Routen hier. So, jetzt ist es besser. Okay. Die Konzentration ist hoch. Nicht Berlin 1, sondern der Westbahnhof West-Berlin. So, und dann machen wir Route Kartoffel. So. Und zwar nicht Hauptbahnhof, sondern jetzt Westbahnhof. So, jetzt schauen wir mal, wie sich das jetzt verhält. Wo sind die anderen? Die kommen irgendwann mal. Da kommt der. Ja, da kommen sie. 3 Stück. Sehr schön. So gefällt mir das. Genau.
Und dann haben wir hier nur noch Passagiere und, was haben wir hier noch? Stein, haben wir gesagt, ne? Und Steine theoretisch, falls sie stören, können wir auch hier anbinden. Oder wir machen Folgendes. Wir überbrücken hier. So. Überbrücken hier. Mega konzentriert gerade. So und so. So. Verbinden, verbinden. Und dann verbinden wir die beiden auch nochmal. Komm schon. Sieht gut aus. Machen wir natürlich noch nicht. Jetzt müssen wir hier noch dafür sorgen, dass der Dingeldonger reinkommt. Aber ich möchte hier... Wie mache ich das am besten? Ach nee. Wir bauen einfach diese Schleife hier ein. Dann wird es ein bisschen langsamer. Aber so ist es nun mal. Komm. Es kann ja nicht alles perfekt sein. Ne? Eigentlich... So. Der muss weg. Der braucht hier ein bisschen mehr Platz. So, das sieht gut aus. Wo ist denn das Ding? Da. Nein. Sehr fein. Vierer. Falsch. Vierer. Und das machen wir dann hier auf der Seite auch. Dann ändern wir noch kurz die Route. Dann machen wir eben einen Fünfer hier. So. Okay. Jetzt haben wir natürlich Folgendes, was wir hier erreichen können. Wir können es jetzt erstmal laufen lassen. Jetzt sagen wir mal, Blöcke zu Lager statt Hauptbahnhof, neu Westbahnhof und Kohle, nein, Kohle lassen wir mal. Kohle lassen wir mal. Jetzt haben wir nur die Steine, die Kartoffeln, die hier sind. Die Kohle kommt weiterhin hier rein. Was ist mit dem hier? Komm, den nehmen wir mal zum Depot. Zugdepot schicken und dann nochmal einsetzen. Das sieht dann gut aus, ja. Sehr schön. Das sieht doch wunderbar aus. Sehr, sehr fein. Das funktioniert perfekt. Die Steine kommen auch jetzt langsam rein. Die Produktion steht. Wir müssen einfach nur schauen, dass auch hier genügend Steine rauskommen. Die Produktion mithält. Wir haben hier 144. Die Steine werden weniger. Haben wir hier genügend Steine? Wir haben hier genügend Steine. Jetzt müssen wir natürlich diese Steintransporte auch nochmal vergrößern. Also machen wir aufwerten. Jetzt machen wir es richtig. Route. Steine. Steine zu Stadt. Und dann machen wir hier so ein Ding. So, da kommen... Jetzt zwei dicke Typen hier raus. Perfekt. Fahren da hoch. Wunderbar. Sehr schön. Das sind die guten Züge. Zack, zack, zack. Und die Steine sind da.
Mhm. Ja, die Steine, die kommen. Perfekt, sieht sehr schön aus. Gut, das sieht doch wunderbar aus. Jetzt können wir natürlich noch mehr aufwerten. Bis... Ja, toll. Ein Gebäude. Okay, okay. Und was wäre jetzt das nächste? Eine Bar, wenn wir Handwerker haben und eine Brauerei. Aber was wir auf jeden Fall machen möchten, sind erstmal Handwerker, die wir zum Ziegelwerk fahren. Und jetzt ist die Frage, kann ich, weil ich habe das letztens ja nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das hat nicht funktioniert, deswegen habe ich zwei separate Züge gebaut. Aber hier sehen wir zum Beispiel, dieser neue Waggon, der kann auch Handwerker fahren, weil die sind dann einfach ein bisschen spezifisch, die Handwerker, ja, die wollen nicht mit den Arbeitern zusammenfahren. Also nennen wir das mal Passagiere X120, glaube ich. So. Hier für die Passagiere und für die Handwerker. Bestimmte. So. Oh je, ne. Oh mein Gott. Also, so kann man das auch machen. Umdrehen. Und zwar werten wir sie jetzt auf. Arbeiter zu Kohle nicht, sondern Arbeiter zu... Arbeiter zu Ziegel. Arbeiter zu Ziegel. Schau mal, wie das funktioniert. Wartet. So, schauen hier. Jetzt läuft's. 45 pro Minute. Das sieht doch super aus. Sehr fein. Das läuft doch. Das gefällt mir. Also machen wir hier auch ordentlich Ziegel. Steine sind immer ein bisschen kritisch, ne? Steine. Da könnte man ein bisschen mehr Gas geben, finde ich. Also hier nochmal so ein Ding. So, wie viel haben wir denn? 13. 13 mal... Was haben wir denn da? Wir haben 13 mal 12. Och, warum muss ich das rechnen? Das sind 120 plus 36. 156 pro Minute. Und wir erstellen hier 30 mal 4. 120. Habe ich das richtig gerechnet? 60, 120. Das schafft man nicht. Wir müssen hier upgraden. Wir haben zu wenig Produktion hier. Wir müssen mehr Steine produzieren. Eieiei. So. Und dann bauen wir noch so ein Ding. Klatschen das jetzt hier hin. So. So. Müssen gleich noch den Zug hier erwischen. Da ist das Ding. Das graden wir auf. Und zwar, wir brauchen hier 6 jetzt. 2, 4, 6. Das sind also 120 Arbeiter. Und der Hauptbahnhof mittlerweile ist schön beruhigt. Merkt ihr das? Da kommt jetzt nur noch die Kohle ran. Und, oh, was hier mit dem? Da müssen wir auch mal schauen. Oh, wir haben hier keine Kohle. Wir haben hier keine Kohle. Kohle zur Stadt muss abgegradet werden. Mein Gott. Jetzt, ihr merkt es, jetzt kommt so dieser Upgrade-Wahnsinn. Aufwerten. Route. Kohle. Kohle zur Stadt. Kohle zur Stadt. So, und dann machen wir den dicken. So. Wird hier Kohle erstmal mitgenommen. Und zwar ordentlich, bis wir hier gar nichts haben. Und hier haben wir hier genügend Kohle. Kohle haben wir hier genügend. Ich würde sogar... Bei Kohle... Ganz ehrlich... Fünf...
6, 7, 8. So. Umdrehen. Rohstoffe X8. Aufwerten. Route. Kohle, Kohle, Kohle zu Ziegel nicht. Kohle zu Stadt auch nicht. Kohle zu Lager. Wo haben wir Kohle zu Lager? Kohle zu Lager. Boah, die sind jetzt super lang. Sehr fein. Kohle ist eben einfach wichtig. Die Züge müssen fahren. Jetzt wird es hier aber ordentlich abgepumpt, wie man sieht. Aber wir haben ja genügend. Lustig, ne? Wir haben ja gerade mal wie viel hier? 4 in Betrieb. So. Kohle haben wir jetzt mittlerweile gut. Was man machen könnte, ist vielleicht... Ja... Man könnte schon hier erweitern. Ein bisschen mehr haben. Naja, das passt. Also die Kohle, die kommt schon ran. Wir pumpen schon ab. Aber wenn da so ein Riesenzug kommt, dann wird es aufgeladen. Gleich kommt einer. Da kommt er. Der pumpt einfach voll. Der hat nichts rausgepumpt. Gut, Holz läuft auch mega geil. Holz läuft sehr gut. Das können wir alles wegklicken. Wunderbar. So, wie sieht jetzt der Rest aus? Ja, man merkt hier, ja, die haben alle kein Holz, keine Kohle. Die müssen sich jetzt neu aufladen. Jetzt müssen wir mal in der Stadt schauen. Wo ist die Stadt? Da. Da haben wir mittlerweile gar keine Kohle. Was ist? Da wird einfach zu schnell abgepumpt, oder wie? Okay. Ja, das wird zu schnell abgepumpt. Jetzt machen wir hier auch ein Upgrade. Aufwerten. Route. Kohle zur Stadt, weil das ist auch eine super wichtige Verbindung, auch diese Riesenzüge, und los geht es. Sehr gut. Wir haben 1 Million. Wir sind super reich. Wir sind Millionäre endlich. Sehr fein. Und die Kohle kommt jetzt hier aber auch ran. Aber wir sehen auch, die anderen Züge, die verbrauchen ordentlich. Wir haben 560. Ja, wir können uns das hier anschauen. Leider nicht als Graph, sondern hier nur als Wert. 300, 200, 250. Die Kohle ist immer noch nicht da. 230. Jetzt kommt die Kohle ran. Jetzt sind wir wieder bei 1000. Gar nicht. Wir haben ja gar nicht aufgefüllt. Jetzt schauen wir mal die nächste Tour an. 700. 600. 500. Komm schon. 500. 400. Da kommt die Kohle ran. Da kommt nochmal die Kohle ran. Da haben wir mehr reingeballert. Gut, das läuft noch. Wir müssen jetzt nicht unbedingt noch mehr Kohle reinklatschen. So. Kleidung läuft nicht gut. Wir haben einen höheren Verbrauch als eine Produktion. Deswegen jetzt noch die Kleidung ausbauen. Das machen wir hier. Unsere kleine Produktion. Jetzt bauen wir hier 30 Kleidung mehr. Haben wir jetzt genügend. 180 Verbrauch, 167. Das klappt auch. Die Kleidung wird auch kommen. Ich glaube, Baumwolle haben wir genug. Wir könnten theoretisch auch die Baumwollzüge upgraden. Das sind ja die hier. Die graden wir auch nochmal ab. Baum. Hä? Route. Baum. Baumwolle zur Stadt. Nehmen wir mal die hier. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Mittlerweile läuft's doch. Ja. Wir müssen hier schauen, wie es mit den Ziegeln ausschaut. Darf es einfach nicht zu wenig werden.
Die Steine kommen. Baumwolle kommt. Was man upgraden könnte, ist auch Weizen. Ja, Weizen ist auch so eine Sache. Aufwerten sollten wir auch noch machen. Rute, Weizen. Weizen zu Stadt. Sollen wir die dicken nehmen? Ich glaube, das ist ein Overkill. Vor allem haben wir 4 von diesen Dingern. Ach du Scheiß. Bei Weizen, weil Weizen nutzt, also nur Weizen nutzt hier den Südbahnhof. Theoretisch könnten wir hier bei Weizen, Weizen zu Stadt, können wir sagen, in der Stadt Haltebedingung für leere Fracht. Ja, dann stehen sie einfach da, bis sie entladen sind. Ja, schauen wir mal. Genau, jetzt stehen sie einfach, bis sie entladen sind. Dann fahren sie nicht so häufig und die stehen da einfach. Und ihr seht, das ist ja quasi wie so ein zusätzliches Lager. Na, die entladen sich hier so langsam. Sie blockieren natürlich einen ganzen Gleis. Deswegen mache ich das nicht überall. Aber hier zum Beispiel würde das klappen bei Weizen. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Wie schnell das auch geht. Ja, oh mein Gott. Wir fressen das Weizen einfach so weg. Wunderbar. Also Weizen ist auch kein Thema. Baumwolle momentan auch kein Thema. Kleidung kommt. Kohle ist gesichert. Alles ist da. Berlin. Zack. Oh, jetzt hier noch. Zack und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Haben wir es jetzt. Wie viele haben wir denn? Warte mal, das nervt mich hier. So, nicht genügend Arbeiter. Das kann ja nicht sein. Kartoffel 120. Aber nicht Kartoffel 120. Haben wir nicht Kartoffel abgeladet? Wie viel haben wir denn hier? Was haben wir denn da? 120. Warum brauchen die so lange? Hauptbahnhof? Kartoffel. Hauptbahnhof Kartoffel. Warum braucht er so lange? Gut, das klappt doch. Also, das klappt auch wunderbar. Tipptopp. So, jetzt haben wir das gebalanced. Jetzt merkt man auch natürlich dieses Spiel, dass irgendwann mal kommt so der Augenblick, wo man wirklich ein bisschen mehr balancen muss. Jetzt bauen wir hier noch ein bisschen Dekoartikel. Sorgen für ein gutes Rating in der Stadt. Sieht gut aus. So, ah, perfekt. Herrliche Stadt. Da sehen wir es. Machen wir es mal ein bisschen langsamer. Ah, schön. So sieht es aus. Wunderbar. Wir haben jetzt hier ordentlich optimiert. Wir haben die Stadt abgegradet. Handwerker sind da. So sehen Handwerker aus. Und sie verlangen natürlich mehr. Und wir machen hier natürlich eine kurze Pause. In der nächsten Folge machen wir den Abschluss. Das wird dann die finale Folge von Sweet Transit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.